Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Farm Manager 2018 mit Fabian LP. Und da hat gerade die Ernte begonnen und wir haben die Schulung über industrielle Verwaltung von Viehfarmen abgeschlossen und jetzt brauchen wir noch Ziegen und Schaf. Ziegen und Schaf, hier, 60.000 sogar, die andere hat 40.000 gekostet. Ja, wir sind hier, ah, oh, da hinten auch noch was, Insekten. Also die Farm ist verwüstet hier von Insekten, Unkraut und Schädlingen, Sonderklasse. So, Raps gibt es auch recht viel Ertrag, wie wir da sehen. Hat eigentlich. Kommt mir nur gerade so die Frage. Wir haben ja mehrere Mähdrescher, der Rodon und der Xena. Ah, der Rodon hätte noch das die breiteren Anbaugeräte. Ich dachte nur gerade, vielleicht hat der noch einen größeren Korntank, steht hier aber keine Information dazu. Hier auch nicht. Und Leistung, wie sieht's da aus? Ah, Leistung steht hier nicht. Tut mir leid. Kann ich euch nicht ganz sagen. So, wir haben hier den Mais, der auch geerntet werden möchte. Und wir könnten den nur häckseln. Ich möchte den aber ernten. Deshalb müssen wir warten, bis hier der Drescher vorbei ist. Oder fertig ist, besser gesagt. Ich könnte ja schon mal die Leute schicken. Hier schon mal vorarbeiten. Ja, und danach werde ich sofort den Kohl bestellen. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte ein Feld noch mit Kohl versehen. Und der musste schon einmal abkippen gehen. Es hat also schon richtig Raps gegeben. 12.000 haben wir da. Der andere hat hier, hier wieder Gras eingelagert, nehme ich an, jawohl. Und das verschieben wir mal wieder in den Stall 2 rüber, denn der Laufweg ist sonst viel zu lang. So. Denn es soll ja da sein, wo der Laufweg am kürzesten ist, sonst laufen die Typen oder fahren sie immer darüber. Und so fahren sie nur schnell hier um die Ecke. Praktisch, oder? Auch die hier sollten möglichst kurz fahren und nicht hier runter. Auch wenn die Äpfel gerade da sind. Ah, kann ich hier reinpacken. So. So wie auch die Tierleute, die laufen auch alle da runter. Was nicht sein sollte. Gut. Das Gras kommt in 8 Tagen. Also, jetzt sollen sie da hinten mal vorwärts machen. Mähdrescher, Maisvorsatz. Super. Ja, wir könnten uns überlegen, dann mal noch den größeren Drescher zu kaufen. Leisten können wir uns das ja. So ist es ja nicht. So, wieder wegen dem Datum schauen. 3.8. Das geht noch. 2.500 haben wir da noch. Wie sieht es eigentlich mit den Preisen vom Honig aus? Der steigt eigentlich gerade. Oh, dann. Obwohl wir da den Autoverkauf drin haben. Also der macht das nicht grundsätzlich schlecht. Ich habe nur schon gehört, dass der den Preis in den Boden drückt. Aber für irgendwas ist ja die Funktion im Spiel. Muss ich ja auch ehrlich sagen. Also es sollte auch irgendwie spielbar sein, oder? So, hier haben wir immer noch von Weizenrocken die größere Produktion. Gras haben wir auch wieder sehr viel. Und hier haben wir Tomaten. Ja, da müssen sie sowieso bald wiederholen. Die gehen bald aus. Für den Apfel- und Tomatensaft. Der ja recht lang haltbar ist eigentlich. Ja, ihr seht, der ist fast ein Jahr haltbar. Den habe ich aber trotzdem auf Autohandel. Warum? Wie kann man so blöd sein? Nee, weil es mir eigentlich wegen dem Geld gar nicht drauf ankommt. Aber wir machen das mal weg. Kirschsaft auch. So. Im Übrigen haben wir keine Kirschen mehr. Das ändert sich aber gleich. Die Überleitung. Wow. So. Also ein Fahrer. Dann hier die Leute, die sich mit Obstplantagen auskennen. So.
Ja, mehr sind es leider nicht. Die sollten aber reichen. Gut. Die haben jetzt hier schön Zeit, um diese Kirschplantage zu machen. Und da fällt mir ein, ich wollte schon lange hier das Stroh nehmen. Denn jetzt ist dann bald August. Aber der Mais ist geerntet. 19.000 Mais haben wir jetzt. Das ist schon mal besser. Der holt jetzt hoffentlich die Tomaten. Oder bald. Wie sieht denn der Wasserstand aus? Ach, gemischt. Sagen wir dem mal so. So, und da ist das Grasfeld wieder erntebereit. Und die Erdbeeren ebenfalls. So. Ja, jetzt gibt es hier auch noch richtig viele Ballen. Das geht noch ewig, bis ich da den Kohl habe. Insekten. ...6400 Kirsche hat es gegeben. Das heißt, wir brauchen nichts für uns selbst. Und die sind auch nur ein ja, kleiner Zeitraum haltbar. Ja, ihr seht, einen Monat. Das heißt, wir stellen die Äpfel relativ weit runter. Nehmen dafür die Kirsche dazu. So, machen wir es mal so. Ja, ein bisschen Äpfel brauchen wir trotzdem. Gut. Oh, überall Schädlinge hier. Und Ballen, die nicht eingesammelt werden. Ah, hier sind sie dran. Da müsste vielleicht jemand sammeln, oder? Komm schon. Ja, ist echt mühsam teilweise. Ah, da ist noch ein Schädling. Aber wir haben eh nur eine Spritze. So, jetzt muss der einfach sammeln gehen, sonst geht mir da wirklich das Ganze dann futsch. Und wir haben den Weizen soweit, dass wir den dreschen können. Ja, dann los. Insekten. Gut. Und da sind neue Tomaten. Ich würde sonst mal ein bisschen warten mit den Tomaten. Stelle die auch runter. So, dann machen wir jetzt mal Kirschsaft extrem. Einfach mal nur Kirschsaft. Jetzt geht's hier mit dem Gras. Ja, ist teilweise ein bisschen... Also ich habe ja schon gesehen, man kann das recht lange stehen lassen. Das geht nicht kaputt. Im Gewächshaus. Vielleicht nach einer kurzen Zeit dann schon. Aber man kann es relativ lange stehen lassen. Ah, da wird schön geerntet. Unsere Weizenernte wird großzügig ausfallen. Das weiß ich jetzt schon. So, beim Rocken könnte man noch ein bisschen Wasser verteilen. Und hier kann man natürlich das noch einsammeln. Der Kuhstall ist fast voll. Hier ist er voll. Hier auch fast. Und hier ebenfalls. So. Ja, jetzt wird es wirklich langsam knapp. Vor allem, wenn es dann früh, also es ist ja wirklich random, wenn es dann früh kalt wird, also ein bisschen Randomness ist, glaube ich, dabei, dann könnte das schon knapp werden da mit der Ernte dann. So, ich wollte die Paprika verkaufen, da. Haben gerade einen guten Preis dafür. Jetzt geht es wieder nicht aus dem Shop. Ah, das ist ein Bug, gar kein Problem, da habe ich mich dran gewöhnt. Wenn er eines Tages gefixt ist, frage ich mich warum. So. Ja, und ich sollte heute wieder mal nicht so viel quatschen hier. Da braucht es Wasser und hier oben braucht es auch Wasser. Wir haben immer noch nicht diese Obstbewässerungsanlage. Oder, ah nee, das wäre ja der Sprinkler, genau. So, gerade ist wieder rucklig unterwegs. Ist aber nur Wasser, was die brauchen. Kirschen sind bald wieder mal verbraucht. Ja, wir haben noch 2200 Tomaten. Kirschen holen sie jetzt ran wie nix.
Und ich muss eben schauen, denn die Äpfel, die waren ja auch nahe am Ablauf. Wäre halt schon schön, vor allem wenn man jetzt so im Endgame, wie hier jetzt gerade ist, dass man solche Sachen dann auch angezeigt kriegt, wenn solche Dinge kurz vorm Ablauf sind. Denn du kriegst hier nie mehr alles mit. Also das schaffst du jetzt wirklich nicht. So. Und der Drescher hat seinen nächsten Einsatz. Da gibt es übrigens noch Stroh. Und hier ist schon wieder Wasserknappheit. Wow, wir haben ja Traktoren, du. Das überrascht mich selbst. Jetzt haben wir keinen mehr. Ja, das war wohl der letzte. Aber wir haben ja noch Leute, die gerne mal hier zu Fuß ein bisschen wässern. So, dann hier. Ja, solange wir da noch Tomaten haben, lasse ich das so stehen. Das ist in 12 Tagen soweit. Was war jetzt mit der? War der nicht auch zu trocken hier? So, da wird kultiviert. Danach bestelle ich den Kohl und wir säen das Ganze an. Und wir haben schon 2 Tomatenfelder, die reif sind. Ja, aber sie sollen jetzt wirklich die Kirschen durchlassen, denn bei denen verdienen wir ja jetzt wirklich gut was daran. Wenn das Ganze da alles zu Saft verarbeitet wird. Und es ist noch länger haltbar, wir können noch länger warten mit dem Verkauf. So, ich hoffe, ihr kommt noch mit. Die Kartoffeln wären ebenfalls bereit. Ich möchte jetzt zuerst diesen Kohl machen und dann... Denn es ist schon der 19. Und explizit Kohl und nicht was anderes. Denn der Kohl ist die Pflanze, die am schnellsten wächst. Alle anderen haben länger. So, aber für die Himbeeren hier reicht es gerade noch so. Ja, easy. So. Ein Traktor steht immer noch da. Und der beginnt jetzt hier mit dem Kohlsäen. Vielleicht hier keinen, der Obst isst. So. Also, nicht isst wie essen, sondern Obstfachmann natürlich. So muss man das verstehen. Ah, gut, die haben noch 8 Tage. So, wir haben sicher noch 5 Leute für da. Und die pflanzen jetzt den Kohl ein, das ist soweit gut. So, der bringt gerade die Ernte ein. 30.000 Weizen, 23.000 Roggen und da kommt noch Weizen dazu. Wohlgemerkt. Also da, ja, da kommt noch was. Und es reicht so genau bis Ende. Das wird dann eine harte Ernte da. Das weiß ich jetzt schon. So, dann ernten wir mal das hier. Wir haben bestimmt noch einen Traktor, der das hier ernten kann. Und noch 5 Leute, die... Ne, keine Leute mehr. Ach so, ich habe die Wässern geschickt. Toll. So, immerhin das funktioniert da. Und der andere hat auch bald das Stroh zu Hause. Ja, wenn wir noch Leute hätten. Und da lasse ich gerade mal den Traktor reparieren, denn sonst lange hält er eh nicht mehr durch. Und ist eigentlich gerade gut, können wir die Tomaten nicht ernten. Aber die Kirschen sind bald aufgebraucht. Ja, also, hier hat's noch. Muss man schon so sehen. Also, einmal jetzt hier pressen. Ne, weißt du was, ich nehme keinen Anhänger, geht nämlich eh viel zu lange, so. Und jetzt kommt eben wieder alles miteinander. Aber ich würde sagen, für die Kartoffeln haben wir noch ein bisschen Zeit, da warten wir noch. Hier, 55 Tage. Ja, wir haben es gerade noch so vor dem Ende geschafft. Aber wirklich...
das gibt wieder eine erfolgreiche Verkaufssaison dann. Also im Winter werde ich mal schauen, dass ich so viel Saft und Zeugs verkaufe, wie nur geht. Wir können auch mal schauen, verkaufen. 4.9. Hat noch ein bisschen Zeit. Die Himbeeren sind jetzt fertig. Ne, jetzt sind sie fertig. Ja, die geben richtig Asche. So. Kirschsaft sinkt gerade. Aber der ist ja haltbar bis nächsten März. Und ich denke, dann wird er sich wieder erholen. Wir können es ja hoffen. Denn Lagern bringt eigentlich immer Geld. Außer es ist ein altes Teil, was du lagerst, dann verlierst du da Geld. Und ein Lagerplatz ist eigentlich was Teures. Also es muss, ist man sich vielleicht nicht so bewusst, aber eine Firma, die den Lagerplatz mietet, die zahlt da. Da kostet ein Palettenplatz, glaube ich, im Monat oder im Jahr, bin ich mir nicht mehr sicher, so um die 100 Euro. Oder nee, um die, sagen wir jetzt mal 50 Euro und im Kühlhaus 100 Euro. Also es ist wirklich, ist nicht günstig. Auf keinen Fall. So, wer die Zahlen genau kennt, darf mich natürlich korrigieren. Der Rest hat stillschweigen. So. Nee, ich habe sowas mal gelernt. Also, ja, kann man ja vielleicht mal sagen. Nee, sage ich nicht. So, das Ernten hier hinten habe ich irgendwie verpasst. Pilze. Ne, weißt du was? Ich sag einfach, ich kenne mich aus in der Logistik. Deshalb weiß ich das. Obst. So, die ernten mal das hier. Das kleine zuerst, geht am schnellsten. Und es ist bestimmt einer da, der hier noch die Ballen einsammelt. Jawohl. Kürbisse in 18 Tagen. Ja, jetzt gibt es nämlich die Plantagen hier auch noch zu ernten. Das Apfelbild sieht wirklich sehr schön aus. Da kriegt man gerade Hunger, wenn ich da ehrlich bin. So. Und jetzt haben wir ja das Ganze ausgetrickst. Jetzt können wir sagen, wir gehen hier wieder höher. Bei den Äpfeln auch. So, gehen wieder auf ein Drittel von jedem. Denn ich glaube, das Ablaufdatum der Äpfel, ja, hat sich erhöht, aber noch nicht wirklich verbessert. So, sonst ist aber nichts am Ablaufen, das ist schön. Bei den Äpfeln sind sie fertig, dann sollen sie gleich die anderen auch noch machen. So, da habe ich den mit den Tieren habe ich behalten. Natürlich genau aus diesem Grund. So, wo sind denn jetzt hier diese Äpfelfachleute? Wir haben doch noch mehr, oder? Ja, keiner da. Lass ich den da noch mit ernten. Ja. Wir haben nur einen leichten Bedarf an Ernten. So, und der Rest, der erntet jetzt hier mal die... Haben wir keinen Anhänger? Ah, der andere Anhänger ist hier. Ah. Dann müssen wir wohl noch auf das warten hier. Auf die große Weizenernte mit 42.000 Weizen haben wir dann leichten Bestand. Ich glaube, so von den Verhältnissen her, hier ein bisschen höher. Aber sonst scheint mir das okay zu sein so. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann wohl diesen großen Stall bauen. Komm, wir schauen uns den mal schnell an. Dass ihr wisst, was euch da erwartet im Clickbait. 140.000 kostet der. Und hier ist einfach ein Feld, ist fast der ganze Stall vom anderen. Alter, das ist ja... Das ist eine Maschinenhalle fast schon, kann man sagen. Das ist doch kein Stall mehr. Hier würde der sich übrigens noch eignen. Ich glaube schon. So in der Nähe oder hier hinten halt. Ich überlege mir da was. Vielleicht. Bis zur nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Die dürfen jetzt mal noch die Tomaten ernten hier. Ja. Und wir sehen uns wieder.
wenn es wieder heißt, Fabian LP spielt wieder Farm Manager. Morgen selbe Stelle, selbe Welle. Habt einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.